Freunde, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge von Dwarf. Die haben hier ein bisschen was geändert. Sobald man jetzt stehen bleibt, sieht man auf dem Boden so ein Viereck, was sich bewegt. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt, weil somit kann man natürlich sehen, wo man jetzt wirklich genau die Türme platziert. Das ist ganz geil. Menüführung wurde auch geändert. Also man merkt wirklich täglich oder relativ häufig, dass sich hier einiges tut. Das finde ich natürlich geil. Weil man so nicht den Eindruck hat, dass hier ein Early Access rauskam, was sich irgendwie überhaupt nicht weiterentwickelt, wie das bei so ein paar anderen Spielen der Fall ist. Beispiel Lands Island. Lands Island habe ich jetzt zwar länger nicht mehr angefasst, aber laut Entschuldigung, aber laut Update Log hat sich da nur Optik getan, aber nicht irgendwie was mit den Missionchen. Das finde ich ein bisschen schade, weil das Spiel wirklich sehr viel Potenzial gehabt hätte. Aber ich glaube, jetzt ist die Fanbase mittlerweile so eingeschrumpft, dass da sich nicht mehr viel tut. Gut, wir legen mal los, ne? Ich verfalle wieder in meine 35 schizophrenen Begleiter hier und versuche euch ein bisschen zu entertainen. Ich habe eine weitere Waffe auf dem Reich geborgen. Die Gruben der Windschirme sind perfekt, um diese auszuprobieren. Das ist der Harpunengeschützturm. Er wurde entwickelt, um Feinde näher heranzuziehen, entweder in die Reichweite deiner Geschütztürme oder in die Gruben. Und den sicheren Tod. Aber der Aufrollmechanismus ist nicht stark genug, um größere Feinde heranzuziehen. Da fragt man sich, hätten die Zwerge mit all diesen Waffen den Krieg gewonnen, wenn Ginna sie nicht verraten hätte? Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir müssen uns auf jetzt konzentrieren. Karvemup sagte, dass eine ganze Horde den Eingang zum Mana-Abgrund Heiligtum bewacht, aber in Cetris Brief war von einem geheimen Weg die Rede, einer unsichtbaren Brücke. Ich kenne nur Gerüchte darüber. Nerlin wollte einen Weg finden, um aus dem Heiligtum zu entkommen, sollte es jemals belagert werden. Er wusste, dass die Trolle jeden, was? Dass die Trolle jeden von Zwergen gebauten Tunnel entdecken würden, also benutzte er Magie, um diese Brücke zu bauen. Die unsichtbare Brücke ist irgendwo in der Juwelenfallschlucht versteckt. Angeblich führt ein mit Höhlen durchsetzter Hügel zu ihr. Du musst sie finden. Ja, wir haben eine neue Waffe. Harpunengeschützturm. Der Harpunengeschützturm ist eine Fernkampfwaffe, die eine Harpune abschießt, die Feinde in Geschütztürme und Gruben mit Nahkampfcharakter zieht. Okay. Klingt interessant. Ich bin gespannt. Wir könnten die direkt pimpen. Da ist das Ding. Ich weiß jetzt schon, dass es wahrscheinlich keine Waffe sein wird, die ich gut finde. Aber gut, wir warten mal ab. Erhöht die Fluggeschwindigkeit vom Projektilen um 4. Machen wir gleich mal drauf gekackt. Was haben die denn jetzt dafür rausgeworfen? Ja, das finde ich schon gar nicht so geil. Also ich muss sagen, dieser Stromturm, das ist eigentlich eine gute Sache. Schlagring, stachelige Knöchel, geil. Das ist natürlich was, was ich auch sehr gut finden würde später. Also, ich muss jetzt auch langsam sagen, wir kriegen viele Geschütztürme, die sind auch alle gut. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber es ist halt schade, dass man nur 4 davon mitnehmen kann. 5 wären, glaube ich, besser bei der Masse, weil die Bodendinger, die nutze ich zum Beispiel fast gar nicht. Ja, und jetzt finde ich es halt blöd, dass wir die Harpune wahrscheinlich benötigen. Tja. Ich werf statt dem Teil, werfe ich jetzt mal hier das Ding raus, weil ich finde die hier schon deutlich besser als, also die sind halt unser All-Day-Ding, ne? Die benutzen wir sehr viel. Durchdringende Pfeile, durchbohren, wenn sie treffen. Ja, das ist auf jeden Fall was wir auch noch mitnehmen müssten demnächst. Aber ich wusste, dass wir hier jetzt direkt was brauchen. So, ah ja, jetzt kommen hier gleich die Feinde hier vorne an und werden dort hineingezogen. Da vorne. Ach so, jetzt wird auch angezeigt, ohne dass man die Taste drücken muss, wo man hier ein Türmchen rausnimmt. Ach krass, dass die so eine Reichweite haben, hätte ich aber auch nicht gedacht. Okay, die sind gut. Das sind gute Dinger. Wenn man Gruben hat, sind sie sehr geil. Bin auf jeden Fall gespannt. Was ist das? Scheint es gewesen zu sein. Ich bin auch gespannt, ob es bei den 6 Kristallen bleibt oder ob wir da noch mehr von bekommen. Ah ja, das hat sich jetzt gesch. Oh, da rennt was Einäugiges, Zyklopenartiges durch die Gegend.
Diese Trollglyphen sehen aus, als wären sie mit einer Klaue in die Schriftrolle gekritzelt worden. Mal sehen, was da steht, wenn ich mir einen Reim drauf machen kann. Die blauen Edelsteine sind wertlos. Sie ziehen all die Kraft an, mit der meine Gefolgsleute sie aufladen. Und nichts. Die Steine enthalten Magie, aber sie verschwinden viel zu schnell. Natürlich hat Wandra mir befohlen, andere Steine in die Schlucht zu untersuchen. Bleichblütige Edelsteine sind vielversprechend. Xorul, der Schamanenmeister. Na, Trolle, die Kristalle studieren und sie mit Magie versehen, das kann nicht gut sein. Boah, Alter! Kranker Scheiß. Sehr gut. Sind die wandelnden Riesenaugenmonster tot? Was waren das für Kreaturen? Beide hatten einen Einschnitt in der Stirn, in den ein Kristall eingelassen war. Was haben die Trolle vor? Nimm dich vor den Todesstrahl der Kreaturen acht. Sie gehen direkt durch die Geschütztürme. Ich kann nicht mehr hinter ihnen stehen, um mich zu schützen. Großes Kino. Haben wir wieder einen neuen Gegnertyp. Das ist auch was, was ich... Das ist auch was, was ich an dem Spiel äußerst gut finde, dass man hier immer wieder neue Gegnertypen bekommt. Das gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Also, es wird halt so gesehen nie langweilig. Dementsprechend macht es schon eine Menge Spaß. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn ich befürchte, dass wir hier nicht mehr so viel Playtime haben, weil wir haben mittlerweile schon, glaube ich, einen guten Teil des Spiels gezockt. Okay, da geht's gar nicht weiter. Ist mal oben rum. Oh, scheiße. Einmal W. Nochmal W. Einmal Q. Das war jetzt blöd. Ja, siehst du jetzt wär's mir natürlich total lieb. Der erreicht das Ding aber auch nicht. Moment. Dann hier. Scheiße, da kommt so ein Riesentyp. Fuck! Ja, da habe ich mich leider ein wenig in die beschissene Richtung begeben. Ich glaube, ich sollte den Kampf eher hier vorne austragen. Dann setzen wir hier mal so ein Ding hin, dass die hier nicht direkt alle durchbrechen. Hier so ein Teil. Und hier einmal ein Q. In der... Das wird hier unten gar nichts bringen. Aber hier... Nee, nicht du. Nicht du, komm her. Was? Warum bist du denn direkt kaputt? Oh, jetzt bin ich da in den Tümpel gefallen. Ah, Mann. Siehst du, jetzt hätte ich nämlich eigentlich gerne den Mörser. Wir gucken mal nach eben. Weil die Harpune, obwohl die Harpune, die zieht doch eigentlich die Typen da rein, ne? Wir versuchen es nochmal.
Sehr gut. Okay, das Teil da oben brauchen wir wahrscheinlich dann nicht so wirklich. Trotzdem einiges an Energie gekostet. Nennen wir es Lehrgeld. Da steht noch so ein Typ. Ja, das hat uns einiges an Lehrgeld gekostet. Mal gerade hier unten gucken, was hier noch so ist. Ah ja, der kommt wie gerufen. Scheint hier tatsächlich ein etwas knackigeres Areal zu sein. Dementsprechend versuche ich mich hier ein bisschen zurückzunehmen. Hm. Noch mehr von den gleichen Clown-Schriften? Ich brauche einen Moment. Die bleichblütigen Edelscheine sind zu nichts zu gebrauchen. Mehrere meiner Gefolgsleute starben, als sie mit der Macht aufluden. Aber in einem Stein keine Spur von Magie mehr. Es ist mir nicht gelungen, die restlichen Kraftsteine in den Magmasümpfen zu finden. Ich habe es nicht geschafft, sie hier zu erschaffen. Wandra wird meinen Kopf wollen, Xol der Schamanenmeister. Das war es, was er vorhatte. Er wollte Kraftsteine herstellen. Und hat versagt. Das machte diese Xol Angst von Wandra. Sehr viel Angst, ich weiß das. Naja. Wir haben ein schlaues Tier bei uns. Nach oben ist Kontrollpunkt. Wir gucken mal gerade hier hinten rüber. Ah ja, da ist es. Ach, fuck. Den Kampf hätte man sich tatsächlich schenken können. W. R. Und einmal E. Viel Spaß. Ja, die Harpunen sind nicht scheiße. Sobald du hier so ein Ding hast, wo du halt wirklich den Punkt hast, wo du hier so gehoben hast, sind die echt gut. Kann man echt gut brauchen. Halt drauf, Elektro-Ding. Mach ihn platt. Jawoll. Haha. So, dann bekommen wir wenigstens den Schlüssel. Wobei, wie gesagt, den Kampf hätte man sich eingeschenken können. Aber wenn wir dafür einen Key bekommen, um eine Truhe zu öffnen, ist das natürlich eine gute Sache. Wir haben ja schon wieder 25 Schrott gesammelt. Ja, für 20 kriegen wir leider nichts. Gehen wir mal unten rum. Ach, unten ist aber, glaube ich, gar nichts. Ich habe ja einiges an positivem Feedback zu dem Spiel hier bekommen. Oh, sieh mal, Ari, die Schlucht ist voll von schimmernden Kristallen. Dass das Spiel sehr vielen Leuten sehr gut gefällt, das freut mich, weil mir persönlich gefällt das auch sehr gut. Ich finde, es ist ein hervorragend gelungenes Spiel, welches sehr viel Spaß macht und vor allem die Steuerung ist auch eigentlich eine sehr gute, gut durchdacht. Also hier mal auch ein Kompliment an die Entwickler. Mir persönlich gefällt es wirklich sehr gut. Es macht unheimlich viel Freude, dieses Spiel zu spielen. Es ist nach langer Zeit endlich nochmal ein 16-Bit-Game, was mir wirklich richtig gut gefällt. Oha! Wow, das sind ganz schön viele Trolle. Das muss ein Teil von Kravemups Schar sein. Sie bewachen den Weg ins Heiligtum.
Dann sollten wir sie unsichtbare Brücke finden, sonst erreichen wir den Mana-Abgrund-Heiligtum nie. Ja, das halte ich für ein Gerücht, weil wenn da oben diese schmale Brücke ist, könnte man eigentlich einen auf 300 machen und die da alle schön auf dieser Brücke zusammen färschen. Müsste man eigentlich mal probieren. Naja, wir werden sehen, ob wir die Möglichkeit dazu erhalten oder nicht. Ach, da kommen wir nicht durch? Echt nicht? Fuck, ich muss da hinten noch eine Harpune bauen, bevor die kommen. Aber sie kommen schon. Ah! Ah, das klappt bei denen nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Aber solange der da hinten die seine Aufgabe macht, ist alles gut. Zack! Warum die? Warum die? Verdammt! Ah ja, toll. Aber da habt selbst ihr Riesenklötze keine Chance. Ah! Oder doch? Verdammt. Sehr gut. Haben wir zwar wieder einiges an Energie verloren, aber das ist egal. Wenn wir Glück haben, finden wir gleich noch einen. Warte, hier gehen wir jetzt erstmal noch nicht lang. Wir haben noch andere Wege zu erkunden, weil das da unten sieht ja deutlich nach Storyline aus. Okay, da kommen wir gar nicht durch. Finde die unsichtbare Brücke. Ja, das ist kein Ding. Das werden wir noch. Aber jetzt muss ich erstmal gerade gucken. Ich habe nämlich den Eindruck, als wenn es hier oben ein mit Höhlen durchsetzter Hügel, das ist es, wovon Fla erzählt hat. Okay. Das machen wir dann gleich. Wir gehen erstmal nach unten und schauen, was wir da haben. Weil ich schätze, dass es da oben weitergehen wird. Erstmal das Ding. So. Ich muss mal gerade noch mal da oben einen Blick reinwerfen, ob jetzt hier nur Schalter sind oder ob hier auch ein Weg rausführt. Ich denke, dass man da oben auch rauskommt, oder? Okay, das war aber jetzt auch schon alles, was wir machen konnten, ne? Ach nee, krass, guck mal hier. Jetzt kommen wir woanders raus. Nein! Alter Vater, was ein Rätsel, ey. Wir gucken danach. Ich muss aber erstmal nach unten. Weil, das scheint mir dann doch etwas knackiger zu sein. Kommt nämlich bestimmt darauf an, welchen Schalter man wo umlegt. Und dann kann man da wahrscheinlich gucken, was abgeht. Also kommt man wahrscheinlich immer woanders raus. Warum musst du immer überall herumschnüffeln? Sogar einen ekligen Leichen. Das ist eine Schriftrolle in seiner Hand. Sie stinkt. Mal sehen, was da steht. Wandra hat mich nicht töten. Kann mich nicht töten, wenn sie mich nicht finden kann. Im Finstertal mit ihr. Ich muss nur die Expeditionskiste aufbrechen und schon bin ich weg. Das sollte genug Schrott drin sein, um mich im Pilzwald zu schmuggeln. So. Sieht aus, als hätte Wandra ihn doch gefunden. Tja,
Xol war doch nicht so schlau, wie er gedacht hat. Das habe ich mir gedacht. Das Rätsel so ist, wie ich mir denke, dass es ist, dann ist es wirklich... Oh Gott, ernsthaft? Jeder dieser Schalter da unten macht die Tür wieder zu und wir müssen nur außen rumlaufen. Oder? Jeder, oder? Ja, es ist mit Sicherheit, jeder Schalter macht das Ding wieder zu. Gut, das war das. Wir haben ein neues Upgrade, können wir uns holen. Und das geht jetzt auch sofort. So, Harpune. Aber gerade mal gucken. Die kosten alle 80. Die haben wir leider nicht. Hier hätten wir das hier noch. Gar nicht so verkehrt für etwas, was wir wirklich oft benutzen. 80. Hier ist alles 80. Und hier wären wir bei 40. Bohrende Harpune, die macht gar nichts. Erhöht den Schaden. Stahlharpune erhöht die Gesundheit. Hier oben. Widerhaken. Projektilwiderstand, verbesserte Rolle. Harpune kann große Feinde wie Oger heranziehen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Also da würde ich tatsächlich sich hier investieren. Wenn. Das hier nicht wäre. Wir müssten das hier noch holen. Projektilwiderstand. Leider weniger Schaden, dann hätten wir das hier. Aber nee, wir gehen mal in die Harpune rein. Und holen uns das. Und dann können wir als nächstes das machen. Weil das halte ich für sehr sinnvoll. Wenn wir das Ding irgendwo aufstellen und dann hier so fette Oger damit ranziehen können, ist das natürlich eine geile Sache. Hier hatten wir schon alles abgecheckt, ne? Ja, gut, dann müssen wir uns jetzt tatsächlich an dieses Knitterrätsel da oben begeben. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Also, dass man den da oben umlegen muss und dann den hier ist ja logisch, weil wenn du den hier zurück machst, kommst du da raus und kannst da gar nichts mehr machen. Das bedeutet, der muss umgelegt werden. So, wenn dann kommen wir dann hier rein. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann können wir hier umlegen. Guck mal, da kommt immer eine Stufe höher. Das war sehr einfach. Allerdings, warte mal, gerade da vorne ist noch Schrott. Kommen wir irgendwie zum Schrott? Moment. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wie man, ja, wir kommen so zum Schrott. Sehr gut, wir haben es direkt. Also das war jetzt wirklich sehr einfach. Da geht es wirklich einfach mal ums Ausprobieren. Die Brücke muss hier doch, muss hier irgendwo sein. Ja, okay. Okay, lesen wir erstmal oben diese Inschrift, die da noch auf der Tafel ist. Die wird uns höchstwahrscheinlich sagen, wie wir da hinkommen. Bevor wir das tun, gucken wir uns hier noch kurz um. Hier ist aber sonst nichts, alles klar. Hier sind Zwergenruhen, warte. Es ist ein Gedicht. Den Augen ist die schreckliche Grube nicht geheuer. Hab Vertrauen in die Könige. Geh einfach durch das Feuer. Die Säulen sind dir ein Rat. Folge ihnen und du kommst nicht ab vom Pfad. Sehr schwierig. Es scheint, als hätte da jemand gern ein Metfass geleckt. An einem Metfass. Was? Gern? Metfass geleckt? Also manchmal ist die Übersetzung etwas komisch. Ich lese es nochmal vor, damit ihr es merkt, dass ich mich nicht verlesen habe. Es scheint, als hätte da jemand gern am Metfass geleckt. Okay, es ist doch richtig. Oder es ist ein Rätsel, ein Hinweis, um die unsichtbare Brücke zu finden. Ja, die Feuersäulen. Wir werden mal gucken, ob wir hier hinten eine finden. Oder generell Säulen. Hier sind Säulen. Da oben ist auch eine Feuersäule, aber... Da kommen wir aber nirgendwo raus. Hier auch nicht. Hä? Moment, das müssen wir nochmal gerade lesen gehen. Also so ganz rallig das nicht.
Hier sind Zwergenruhen, warte, es ist ein Gedicht. Den Augen ist die schreckliche Grube nicht geheuer. Hab Vertrauen in die Könige, geh einfach durch das Feuer. Die Säulen sind dir ein Rat, folge ihnen und du kommst nicht ab vom Pfad. Also man soll den Feuersäulen vertrauen oder Säulen generell? Aber man kommt hier doch nirgendwo runter. Oder muss ich mich hier durch? Nee. Hab ich mich erschrocken. Man merkt, dass das Spiel teilweise für Kinder gemacht ist, weil jetzt kann man kann gar nicht runterfallen. Es gibt nur den einen Weg. Okay. Wir haben es geschafft. Sehr cool. Wie, warum verlassen? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Bist du sicher, dass du das Level verlassen möchtest? Ach so, im Sinne von Urlaub bestätigen? Machen wir mal. Ich hoffe, dass das jetzt richtig war. Es gab ja eigentlich nichts mehr. Ah, okay, alles klar. Ich denke gerade, hä, ist es jetzt irgendwie ein Déjà-vu oder so? Nach einer Menge Funken und aufrechten, aufgestellten Haaren habe ich eine weitere Waffe der Kriegsschmiede rekonstruiert. Das ist die Blitzfalle. Sie wird dir helfen, die Horden in Schach zu halten. Wie der Tester-Geschützturm schockt auch die Blitzfalle mit Sturmfeuer. Allerdings schießt sie die Blitze nach oben und betäubt Feinde, die über sie laufen. Aber nur für einen Moment. Sie wird am besten in Kombination mit Geschützturm auf Distanz eingesetzt. Nicht noch ein Funkending. Der Tester-Geschützturm hat mich schon zu oft geblitzt. Dann empfehle ich dir, ihn nicht mehr anzufassen, du Fellnase. So, das Mana-Abgrundheiligtum ist ganz in der Nähe. Es heißt, dass in den unterirdischen Gewölben ungeahnte Geheimnisse und Mysterien verborgen sind. Die Forschung muss dort sein. Ha! Ich werde zum Meisterschatzsucher. Ich werde die Gewölbe finden und nach der Forschung suchen. Diese komische Blitzfalle, die werde ich nicht nutzen, weil ich sie scheiße finde. Ich mag die Bodenfallen nicht. Das Problem ist bei den Bodenfallen einfach, du musst die taktisch so auslegen, dass du weißt, wo die Gegner drüber laufen. Und diese Momente hat man eher, die hat man schon mal, weil es schmale Gänge gibt. Aber generell ist es eher nicht so mein Fall. Deswegen bleibe ich doch lieber bei dem Ding. Und dementsprechend passt das so. Ha, fetter Oger. Gut, das war einfach. Das ist kein Oger. Da kommt ein Oger wieder. Noch ein Oger. Scheiße.
noch ein Ogre. So, das hätten wir auch. Haben wir da alles ausgerottet, was es auszurotten gäbe oder gegeben hat. da haben wir noch einen Heiligtrank. Nee, ich habe volle Gesundheit, okay. Ah, okay, krass, dass der... entweder das war jetzt durch den Levelwechsel oder es war, weil wir diesen Panzer gefunden haben, dass der im gleichen Zuge auch damit fungiert, dass wir wieder volle Energie haben. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Wusste ich bisher noch nicht, ist mir nicht aufgefallen. Ach, das war, ist das okay. Das nehme ich allerdings gedankend an und gerne mit. Auch wenn ich immer noch nicht ganz kapiere, warum Schrott hier die Währung ist. Ich meine, klar, zum Pimpen habe ich verstanden, aber grundsätzlich ist natürlich schon ein bisschen spooky, ne? Ist das Mana-Abgrund-Heiligtum also eine Art Tempel? Opa hat mir nur erzählt, dass hier heilige Könige begraben sind. Espen hat sich gut unterrichtet. In alten Zeiten kamen tausende von Pilgern aus den ganzen Königreichen hier. In der Halle der Helden beteten sie und brachten den Königen Opfergaben dar, in der Hoffnung, ihren Segen zu erhalten. Das Heiligtum selbst war der Sitz des hohen Runenlesers und ein Ort des Wissens und der Bildung. Es ist verständlich, dass Nerlin die Forschung hierher brachte, nachdem Hordal gefallen war. Opa würde vor Freude platzen, wenn er hier wäre. Wenn er vorbei ist, werde ich ihn hier hinbringen. Ja, also nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich bei Nerlin immer so komisch betone. Ich finde den Namen halt, das ist wie in Borderlands, wo man die Lymphe nennt, ne, statt Schlümpfe. Also ich finde das immer ein bisschen einfallslos. Es ist ein nettes Easter Egg, weil man sich immer denkt, ja, ist ganz cool. Aber prinzipiell, finde ich, ist das jetzt nichts, wo ich als kreativer Mensch das irgendwie cool finde. Also es ist nett, aber es hätte man schon ein bisschen mehr mit Witz machen können. Oh Gott, ja gut, wobei, das ist echt nicht schwer. Hoffe ich. Kommt darauf klar. Ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Geh mal kurz was zu trinken, ich bin gleich wieder da. okay, das wird jetzt ein bisschen ekeliger. Die können auch angreifen. Machen wir es so. Auf das Auge! Jawoll. Zap. Mal alle weggesappt. Sehr gut. Ein Schlüssel. Darauf sollte. Das sind so kleine Sachen, wo ich sage, das ist echt cool gemacht, dass man darauf achten sollte. Dass man dann da eben nichts verpasst. Das wäre nicht so klug. So, den kürzen wir hier mal schnell den Weg ab. So, zack.
funktioniert mittlerweile doch ganz gut. Ich bin auch ganz froh, dass das Spiel sich nicht darauf versteift, wenn man eine neue Waffe erhält, dass man die auch nutzen muss für gewisse Szenarien. Das finde ich ganz gut. Weil alles andere fände ich echt scheiße. Ich will die Kiste. Her mit der Kiste. Muss ich mir jetzt hier echt noch einen ewig langen Weg durch das Labyrinth suchen? Jackpot. Das ist auch gut gemacht. Wobei, gut, das Ding ist weg. Jetzt, ich denke gerade, hey, wieso kann ich jetzt da durch? Aber alles klar. Ah ja. Wow, das Heiligtum ist großartig. Selbst nach Jahrhunderten. Mana Abgrund Heiligtum. Tada. Das ist seltsam. Die Statue hat keine Nasen. Keine Nase. Au oder au, Augen. Haben die Trolle sie abgefressen? Noch schlimmer, auf der Brust der Statue sind Trollgrüfen zu sehen. Tote Könige, falsche Götter. Ich hoffe nur, dass die Trolle nicht die Gruften der heiligen Könige in der Halle der Helden zerstört haben. Das werden wir jetzt herausfinden. Gut, dass die alte da ist, weil dann können wir jetzt nämlich ein großes Upgrade vornehmen. Das finde ich ganz gut. Och nö. Och nö. Ich wollte noch upgraden, ihr Säcke. Fuck. Gott, da kommt denn jetzt ein Troll raus. Puh. Naja, ist ja egal. Wir wollten ja eh noch upgraden. Von daher stört mich das jetzt gar nicht. Da bin ich wieder gierig geworden. Ne? Ich wollte nämlich gucken, was es da oben noch so gibt. Aber wir müssen da wohl durch. Okay, das lassen wir jetzt auch mal bleiben. Wir gucken jetzt lieber erstmal. Das ist das. Harpune war das, ne? Ich weiß nicht, ob ich die 80 jetzt da reinstecken soll. Ich habe jetzt gerade keine Gruben mehr gesehen. Ich nehme den Mörser. Erhöht den Rückstoß. Was hatten wir hier? Hatten wir noch irgendwas, ne? Ah, das ist jetzt doof, aber gut. Merci. Okay, dann packen wir jetzt hier das Ding drauf. Weil hier kann ich den richtig gut brauchen. So, hier oben versperre ich jetzt erstmal den Weg. Und hier auch. Und jetzt kommt hier noch ein Mörser hin.
kommen wir niemals durch. Das hat gut geklappt. Und wir haben tatsächlich voll Energie und sind damit auch rausgegangen. So, jetzt geht da auf. Nee, das war einer. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Das habe ich mir aber irgendwie von Anfang an schon gedacht. So, wir haben 40 zusammen. Doch, da werden wir nichts mit anfangen können. Ne? Hier brauchen wir schon 80 hier auch. Hier auch. Und hier auch. Okay. Lassen wir das mal. Na, ich bin gespannt. Warum wusste ich das? Das sind, glaube ich, Fledermäuse, oder? Gucken, wie euch das schmeckt. Oder wie dir das schmeckt, was da jetzt auch immer rauskommt. Ratten! Oh, unten kommt auch was. Verdammt. Das wird richtig knackig hier hinten raus. Also da kann mir jeder erzählen, was er will. Das Spiel, das hat es schon in sich. So, jetzt muss ich überlegen, was mache ich am besten? Stellen wir hier mal das hin, hier mal sowas hin und hier einmal den. Kommt da auch, glaube ich, nicht mehr raus, oder? In diesen, oder? Kommt hier, geht hier, geht da unten, geht bestimmt ein Stein hoch, oder? Ja, scheiße. Ich muss die in Engpass treiben, anders komme ich da nicht hin.
Ja, diesmal hat's geklappt. Mit noch nicht mal ganz so wenig Energie sind wir da auch rausgegangen. Da steht nur trauriger Schleim bei hier. Ja, große Klasse. Die haben wir alle gekillt. So, jetzt geht die Tür auch auf. Sehr gut. Damit kommen wir nicht weit. Na komm, wir gucken mal eben nach, bevor wir jetzt da oben reinlaufen. Das ist Quark. Was macht das Ding denn hier? Erhöht die Lebensspanne, erhöht die Dauer, Schaden. Die Falle kann fliegende Gegner treffen. Ja, das ist alles cool, aber das ist halt eine Bodenfalle. Finde ich nicht gut. Da hätten wir auch mal investieren sollen. Ich spare mir das jetzt mal. Ich lasse das erstmal. War hier oben nicht noch ein Getränk? Ne, den haben wir leider aufgebraucht. Okay. Bisschen Zeit haben wir noch. Gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet. War klar. Es war klar. Das kann ich einfach mal irgendwie, ne? Verdammt. Ja, also Pfeil und Bogen habe ich jetzt gar nicht. Das Problem ist, wenn du nur diese Icons über den Dingern siehst und du hast nicht so viel, so oft gewisse Gegnertypen, dann ist das halt relativ schwierig, das zu deuten. So, einmal das, einmal das, einmal das. Hoffentlich bringt das was. Okay, oben bringt schon mal was. Die haben wir auch gut aufgepimpt. Die müssten eigentlich ihren Soll erfüllen. So, links und rechts kommen jetzt neue Gegnertypen. Ich glaube, das hier ist ein Mörser, ne? Alter, was die aushalten. Ab jetzt kommst du aus der Versenkung, ne? Das ist schon sehr geil. Mein Gott. Aber gut, so viel Energie hat uns das gar nicht jetzt gekostet. Genau, die Forschung muss in einem dieser Gewölbe sein. Ups. Ja, noch ein Kampf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Nerv drauf. Es war jetzt einiges an Kämpfen, deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist halt irgendwann auch ein bisschen ermüdend. Aber dennoch, das Spiel kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Zockt Dwarf, ey, das macht einen Spaß, das ist abartig. Und die Story ist halt auch sehr cool gemacht, also von daher kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Meine Leute oder meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ob es hier ist oder in einer anderen Folge, anderen Video, ich muss euch überlassen. Ich danke euch fürs Zugucken, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Macht es gut, bleibt gesund, haut rein, ciao.